Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier bei der Erkundung bzw. auf der Suche. Der Wilhelm hat geschrieben, so wahrscheinlich braucht man den Schlüssel vom Kran. Da gehe ich d'accord, da bin ich auch der gleichen Meinung. Gucken wir mal, ob wir den hier so unten finden. Blöd wäre natürlich, wenn wir den ja oben schon hätten sehen können und wir den einfach immer übersehen. Was sind hier eigentlich die Blubberblasen? Kriege ich hier Luft jetzt oder? Oh ja, gut. Dann ist das ja hier eine gaude Sache. Hier werden wir voll geblubbert. Ich denke mal ganz ehrlich, guck mal, da ist immer so Licht und Elektro. Das wird hier immer weiter irgendwie nach unten gehen. Ich muss das wahrscheinlich irgendwie schaffen, die Mäuse jetzt hier wegzumachen. Aber ich weiß noch nicht wie. Oh, hier geht's rein auf jeden Fall. Alter Schwede, was ist das denn hier? Ist das eine Falle? Okay, gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ich habe natürlich keinen Bock, dass hier unser Spezialmäuschen gleich wieder ankommt, ne? Kann ich mit euch irgendwas machen hier? Nö. Gut. Ich weiß gar nicht, was mit denen ist hier. Da hängt mit euch hier rein oder seid ihr doof? Okay. Wie habt ihr das geschafft da? Schwimmen wir. Also ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, warum die da so reinmachen, aber. Grafikerweiterungs. Was auch immer. Dingensbummens. Da bin ich mal gespannt hier, ne? Was wir hier jetzt gleich noch vielleicht entdecken. Oder vielleicht auch nicht entdecken. Weiß ja jetzt hier nicht, ob hier hinten noch irgendwas ist. Oder hier unten. Ich glaube nicht dran, ne? Wir müssen irgendwie. Wir gucken uns da mal mit den Elektrofreunden da gleich an. Wenn wir hier mal gleich ein bisschen, also irgendwie von da nach da machen die. Ich weiß nicht warum. Gehen wir da erstmal hin und dann haben wir ja hier oben die elektrischen Viecher. Warum sind da auch nur hier Fische? Hier steht G. Und dann gehe ich mal. Also Etage G. Ha. Wahrscheinlich kann man hier so rein, ne? Ist auch nochmal ein gutes. Schlüssel zum Großlager. Habe ich nicht. Ich denke mal, hier ganz unten wird nichts mehr sein, oder? Was glaubt ihr? Haben wir hier schon mal drin? Ich Angst, dass ich sterben könnte. Ich brauche die Blubbers. Ganz viele Blubbers, bitte. Oh. Schön war's nicht. Kann man dich pflücken? Nö. Ich denn hier auch durch die Fenster eigentlich rein? Da würde ich nochmal kurz gucken. Ich hier abkürzen können? Ach du meine Güte. Was ist das hier? Verdutet? Dann, oh, nicht. Also jetzt hier ist eine andere Etage. Hier ist das nicht mit den. Also man könnte hier jetzt über. Okay. Auch hier könnte man rein. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ey, wir gucken uns das. Ich glaube mal hier oben, das wird irgendwie besser sein. Sind überall Blubber. Das muss ja irgendwas heißen, wenn die von da kommen und nach da hingehen oder irgendwie sowas. Ich glaube, jetzt haben wir auch tierische Nacht. Ich glaube, Gerd hat gar keinen Bock, so weit unten zu sein, ne? Kann das? So selber so sagt so. Ach, ist da was, ne? Ich muss da nicht so tief sein.
So wie du wahrscheinlich. Guck mal, da blubbert es aber auch noch, ne? Hier mal um die Ecke gucken. Naja, versteife ich mich so dermaßen auf die Blubbert, dann haben die gar keinen Sinn. Also außer dass der Sauerstoff, aber jetzt hier vom Weg her nicht, ne? Kann ja alles sein, ne? Weil die Teile da oben, ich weiß ja nicht, ob man die. Ich glaube nicht, dass man die großartig abschießen kann, ne? So, und außer dass man hier vielleicht rein müsste. BZW hier irgendwie. Benötigt Teil eines Scheinwerfers. Ah, okay. Hier kriegen wir Sauerstoff hier. Okay. Da haben wir schon wieder ein bisschen was gelernt. Also, wenn da Licht kommt. Hier ist auch so ein Kran. Hier ist aber auch ganz schön dunkel, muss ich sagen. Was hat er hier gegraben, aber? Okay. Bolzenscharnier und ein Bauhelm. Ja, das ist ja goldig. Das ist ja echt, echt goldig. Ich dachte, wir haben jetzt hier so ein bisschen. Naja, okay. Dann versuchen wir. Krieg hier Kind. Ah ja, muss auch richtig drin sein hier. Können wir hier gleich mal warten, dass hier der Scheinwerfer. Guck mal, der ist jetzt hier. Okay, jetzt dauert es wahrscheinlich hier wieder 80 Jahre. Laguna Point has all too many holes in it. It makes it easy to move unnoticed. Today, I nicked a hammer. Yesterday, I took some dried meat from the foreman's stash. It's less fun taking food, since it spoils eventually. The watch I got from the loudmouth driller was way more exciting. I want to grab something even better tonight. Was nochmal hier? Ich habe jetzt. Achso, da hier. Ich konnte jetzt gar nicht lesen, weil ich hier halb am Sterben bin. Ne? Zu viele haben wir geklaut. Gestern habe ich also das war genau weniger Spaß essen. Verdirbt die Uhr, die. Das ist ja richtiger Dieb, ey. Na gut, falsche Diebe wird es wahrscheinlich auch geben. So, wir fressen das mal hier. Okay. Was jetzt nicht so viel satt, muss ich sagen. Alter, was bist du denn für ein hässlicher Fisch? Sonst was ihr kriegt? Ne, nur ein großes Fleisch. Und einen Angelkorb oder so. Oh, ich brauche erstmal Sauerstoff. So viel gekämpft? Ja, los, komm. Geil. Also hier ist schon mal ein bisschen cool. Muss ich sagen. Wir haben ein bisschen was gefunden. Was ist das hier? Teil eines Scheinwerfers. Sonst hier noch irgendwas drin? Ich glaube nicht. Können wir ja auch nie raus, weil Gitter davor und so, ne? Okay. Der Bastard hier ist aber kaputt irgendwie, ne? Ach so. Ich hab das fast übersehen hier, ne? Kann ich hier nie raus? Ach ne, gar nicht. Ach so. Scheiße. Ich dachte, hier kommen wir irgendwie, okay? Ja, aber ist ja egal. Haben wir hier unsere Bubbles noch davor und dann ist gut. Hier ist ja auch so, ne? Kommen wir auch nicht raus.
Nö. Okay. Vielleicht kommen wir ja hier nur überall lang. Hier können wir auch noch rein. Ah, da ist schon wieder so ein Teil. Erstmal da so ein bisschen schießen lassen. Ne? Hier ist auch G. Also, das muss ja irgendwas heißen, ne? Wenn da G steht, dass wir da einen Schlüssel oder sowas kriegen. Ne? Gucken wir gleich mal. Einfach Gegenstand, Insektennetz. Wir wollen hier erstmal natürlich mal reinluschern. Okay. Ob hier irgendwas Spezielles noch drin ist oder sowas, ne? Wozu konnte ich denn jetzt hier aufmachen? Achso, Naja, kostet nur ein bisschen. Ach da, guck mal. Da hinten muss ich irgendwie hin. Und wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Ist da auch so ein Loch drin? Oh, hier ist wette ich mal alles, ey. Jetzt müsste ich da... Ey, ich muss hier irgendwas kaputt machen, um da hinzukommen. Ah, ich habe ja keinen Schlüssel oder so, ne? Ne, noch haben wir nichts. Gut. Ah. Ja, ich muss das jetzt mal so fressen, weil, ne. Sonst ist es einfach zu weit weg. Oder zu viel Leben weg. Okay, wo ist denn hier? Wie Pfeile habe ich noch? Metallspeer. Achso, 22 Pfeiler. Ja, das ist okay. Können wir ja noch ein bisschen kämpfen hier mit denen. Hier war... Ah, okay. Wie Teile haben wir denn? Seil und so. Schau mal, warte. Warte, warte. Ich komme gleich. Sauerstoff. Lustiger wäre es ja, wenn ihr GR draußen lang schwimmen würde, ne? Nur mal ganz ehrlich. Irgendwie knuffig. Wenn der kleine Streuner da so. Wir müssen ja da irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Da müssen wir ja den, glaube ich, oben was kaputt machen. So, wir gucken erstmal, wo ihr da voll die Tür. Ja, ja. Hey, kommst du nicht mehr rein? Alter. Ja, sei doch mal tot jetzt hier. Aber ich will nicht noch einen Kopf mitnehmen, ne? Ach, der hat sogar Schleim drin. Achso. Ja. Die immer so tun, als ersticken sie. So, wenn wir hier oben sind, haben wir gar nichts, ne? Nö. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir auch gar nichts. Wir müssen da rein. Ah, da müssen wir da oben irgendwas kaputt machen. Das geht doch so nicht. Aber ich dachte jetzt, ganz ehrlich. Hä? Ach so! Oh! Ne, warte mal. Lass mal zurückschwimmen. Da komme ich ja durch. Was ist denn das für ein Trick? Ich dachte, Gitter ist Gitter. No. Oh, bist du auf Knacks, Junge. Ja, okay, gut, alles klar. Kann man auch so mal machen. Ich dachte, wir haben jetzt hier so richtig... Ja, so eben so heftiges, ne? So, haben wir irgendwas gefunden, was wichtig ist. Also, wir haben jetzt Mango-Nana, ne? Als... Ne? Das können wir hier noch verfressen. Das machen wir, denke ich mal, auch. Ja, zack. Die Rübe noch drin. Ja, ich dachte ja, ich wusste ja wirklich nicht, dass man hier einfach so durchlatschen kann, ne? Das tut mir natürlich sorry. Aber da kann man mal sehen, wie man sich denn... Aber warum steht da G dran? Also, man muss ja jetzt überlegen, wie geht's weiter? Wo haben wir denn hier den...
den geilen Gang. Ich denke mal, hier drinnen sind wir jetzt eigentlich fertig und hätten somit alle durch. Jetzt haben wir hier noch ein, weiß ich nicht was. Ein Fahrstuhlschacht. Oder? Was ist das? Achso, eine Etage können wir noch höher. Okay. Vielleicht. Dann nehmen wir erstmal ein bisschen Sauerstoff hier, bevor das jetzt hier weg ist. Ah, da können wir hier oben noch lang. Hier wird doch bestimmt so ein hässlicher Schwimmer jetzt gleich wieder sein, ne? Denk daran, dass wir überall durch können. Oh, drei Türen gibt's. Ich fange mal gerne hinten an, warum auch immer. Okay. I heard them talking about me this morning. They call me the Grabber. It's growing on me. I moved my cache. It's higher up now, on the new floor. Right under their noses. The foreman complained about the lack of cameras. Like that didn't matter. I wouldn't get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good at this. Okay, der Grabber hätte jetzt, nennt er sich schon selber so, ne? Naja, okay. Man kann natürlich auch eine Macke haben und dabei nicht vergessen, dass man eine Macke hat. Aber ist auch vollkommen egal. Okay, hier oben sieht nicht so aus, so können wir irgendwo durch, wegen den ganzen Rohren und sowas, ne? Sonst würde ich hier gerne wieder gucken, was das hier so Schönes gibt, alles, ne? Also, hier haben wir, von da kommen wir und da gehen wir. Ja, du Lecco mio! Du hässliches Vieh, ey. Ha, hast du den Trick gesehen? Den Hai von Rambo. Na, ist egal. Boah, der ist aber auch grundhässlicher Typ, ne? Eieieiei. So, Sauerstoff ziehen. Und weiter geht's hier. So, mal die Tür auf. Hier hat hier einer noch was ins Klo gepackt oder so. Nö, hier ist langweilig. Okay, alles klar. Machen wir die Tür mal auf. Ist hier noch so ein komischer, weiß ich nicht, was. Freak. So, gibt's hier hinten noch was? Nö. Schade. Hier gibt's gar nichts. Ey, wozu bin ich denn jetzt hier drin? Ah, hier sind Fensterscheiben, okay. Man sieht es schlecht, ne? Also da alles nix. Hier hinten war jetzt auch nix. Nix, nix, nix. Nö, hier ist dann gar nichts. Achso, zu wenig Sauerstoff. Und dann gucken wir mal hier rein. Ach, da können wir gar nicht rein. Aber die können wir noch benutzen. Ich sag mal. Alter Schwede. Cool ist der nicht, ne? Also mir macht das nicht so richtig Spaß. Ah, hier geht's noch nach. Ah, oh, guck mal. Guck einer, guck. Okay, hier gibt es noch ein Trockendeck. Müssen wir gleich mal gucken. Ich habe natürlich gar keinen Bock, dass da jetzt noch eine Ratte kommt. Also jedes Luftding. Hier steht G, G, G. Ach, da müssten. Nee, aber das ist ja das falsche Gebäude. Wir sind ja hier im falschen. Leute, wir sind doch im falschen Gebäude. Das geht doch gar nicht. Also zumindest nicht. Aber wir sind in der Nähe. Hört ihr es? Wir sind in der Nähe vom Floß. Cool. Ich dachte schon wieder, ne? So ein bisschen im Angst. Da ist unser Floß. Geil. Coole Mische auf jeden Fall. So, geil, geil, geil. Erstmal Luft ziehen. Hier sind wir gut drin. Nur noch der Schlüssel fehlt. Also ich bin da auch der Meinung, dass wir mit dem Schlüssel irgendwas machen müssen. Ja, dann gucken wir mal hier oben. Jetzt ist ja hier im Trockendeck, ob wir jetzt vielleicht hier irgendwo was hätten. Aber jetzt ein bisschen Angst, dass hier eine beschissene Ratte irgendwo ist.
Aber haben wir noch Rüben? Weil Rüben spendieren ja wenigstens ein bisschen. Ach, eine Kokosnuss haben wir ja auch noch, geil. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Weil wegen Feuchtigkeit und so. Ne? Eine Rübe spendet ja jetzt nicht so viel. Ne, eigentlich gar nichts mehr. Warum ist eine Rübe feuchtigkeitsarm? Also, was man auf jeden Fall hier sagen kann, man kann sich nicht beschweren an den kleinen Rohstoffen, die man hier so kriegt. Ne? Das ist schon alles ziemlich gut. Weil ich natürlich jetzt hier auch gerne hätte, wäre einfach wirklich den Schlüssel. Einfach weil ich so ein lieber Bub bin. Und teilweise auch total lieb bin. Okay, da oben sieht jetzt nicht so aus, ob werdet freundlich. Ist da Wasser drin? Irgendwas höre ich hier. Ich wette, da hinten rennt eine Ratte rum. Wetten wir? Ich weiß zwar nicht, wie die jetzt überleben konnte. So, wir haben den Scheinwerfer. Geil. Ich glaube, wir haben den jetzt komplett. Und eine Rübe haben wir auch wieder. Ne? Hungern können wir jetzt hier wirklich nicht. Ne, den habe ich mal eingebildet. Shit, shit, shit. Gut, aber ich glaube, dann haben wir hier alles durch. Also hier, ich glaube, das ist Glasscheibe über uns. Nee, da kommt man so nicht hoch. Nee, und haben, tun, hatten wir alles. Geil. Da würde ich sagen, das war beim nächsten Mal. Hier kommen wir ja leider nicht rein. Und, ja, den Scheinwerfer aktivieren und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Also, bis dann. Ciao, ciao.